Hey, werdet Zeuge der Entwicklung Chomps. Okay. Oh mein Gott, wie wundervoll ist das denn? Was wird aus ihm? Ein Drache? Ein Hund, der irgendwann zu einem Drachen wird? Toll, ich hoffe, er wird mich immer noch so begeistern können. Oh, Wunderring, habe ich den nicht gerade gesehen irgendwo? Wollen wir nochmal gucken? Ja, Mann. Kannst du gleich mithaben. Vielen Dank, es kann sogar reden. Oh nein, es will noch ein Wunderring. Was für ein Egoist bist du denn? Feuerfrucht. Er ist doch aus Feuer. Er ist der verkörpert das Element Feuer. Er braucht es. Abgefahren. Oh mein Gott, abgefahren. Okay, es ist dämlich. Eisenhemd, das habe ich aber auch. Verdammt, jetzt muss ich den ganzen Part mit so einer Scheiße füllen. Okay, ich glaube, ich habe das gerade abgegeben. Ja, dann eben nicht. Tut mir leid. Moment. Spezialattacke. Auf Level 3 oder wie? Keine? Was soll's? Er wird schon irgendwie besser sein, sonst wäre es ja total unbalanced. Oh. Ach, den Schalter habe ich gerade gedrückt, da hatte ich eine Glasbrücke ausgefahren. Ja. Ich denke schon. Und. Ah, verfolge mich nicht. Ach, ich habe Bomben, typisch. Ich wollte den die ganze Zeit leben und so. Das Komische ist auch, ich höre schon wieder über Kopfhörer. Das Ding ist, ich habe es jetzt herausgefunden, wenn ich meine Tonboxen leiser drehe, höre ich plötzlich aus dem Kopfhörer, wenn ich sie lauter drehe, aus dem Lautsprecher. Irgendwie ganz nützlich, so hört man den Sound immer so laut, wie man ihn nicht haben möchte. Also ich setze die Kopfhörer mal deswegen auf, weil ich Grip habe, also das ist ja das Ding. Es ist nicht so, dass ich das Mikro gerade halte oder so, das könnte ich irgendwie nicht machen. Ach ja, so wieder. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob es die Glasbrücke war oder... Ich glaube, ich war da schon mal. Ach, scheiß drauf. Wenn es jetzt ein Fail ist. Ah, rein da. Was? Die Treppe geht vor. Monster ist doch so. Wow, Clownschlag. Hätte ich mal nicht abgehauen. Ich will nämlich sehen, was Schaum so drauf hat. Nein, da nicht. Puh. Schaum ist ja jetzt ein gefährlicher Drache. Boah. Das Ding ist, man kann auch durchaus... Okay, da war ich auch schon mal. Wie komme ich denn bitte schön dahin? Ja, dann gehe ich nochmal raus, ne? Ah, ich will auch nicht so viel Zeit verschwenden, deswegen mache ich kurz Pause. Wir sehen uns gleich. So, wieder in den Raum mit der Steintafel. Und ich war der Annahme, dass wir von da unten nach da oben gehen, was natürlich unlogisch ist. Also gehen wir von oben nach unten und in den nächsten Raum, wo hoffentlich ein Rätsel wartet, weil ich keinen Bock mehr auf Kämpfer habe. Als Rätsel soll es für mich schaffbar sein, damit ich hier nicht den Part, damit ich nicht YouTube weiter verschmutzen muss. Nein, meine Videos sind keine Verschmutzung, sie sind doch eine... Lexus hat sich nach vorne geschmuggelt. Genau, irgendwas wollte ich gerade sagen. Ich habe auch gerade angefangen, das zu sagen und es ist verschwunden aus meinem Gedächtnis. Boah, es ist immer schlimm für Let's Play. Du willst gerade irgendwas ansprechen, was Wichtiges und naja. Ja, das ist dann weg. Wie auch immer, jedenfalls. Ja, wer. Es gibt ja einige, die wollen kein Lufia sehen oder weniger sehen oder was auch immer. Naja, das Ding ist nur, ich will ein bisschen weiter voran an Lufia kommen, deswegen dachte ich mir auch mal, dass ich einmal verdammt lange Lufia spiele. Wirklich verdammt lange und naja, dann dachte ich mir, sag mir doch einfach mal, was ich spielen soll. Das Einzige sollte schon für irgendeine Konsole oder für den PC sein und es sollte eine Art Retro-Feeling haben, wenn es neuer ist. Ich würde zum Beispiel so Sachen wie, wie ist das Ding nochmal? Ich glaube WWW, ich weiß nicht, wer es kennt. Jedenfalls, das ist ja auch schon so eine Art Spiel, wenn man nehmen könnte, aber... Ja, sagt einfach mal was. Bei I Wanna Be The Guy hat auch schon ein Retro-Feeling, aber... Ja, ich gräme mich vor solchen Spielen. Ehrlich gesagt, also bitte nicht I Wanna Be The Guy. Naja. Wow, das war ja mal wieder grandios gelöst. Moment... Okay, schon wieder kam einer rein, aber das ist jetzt egal. Es ist ja auch gut. Ich habe die Chance genutzt, nämlich hier alle Monster auszulöschen. So habe ich Erfahrung und eine Truhe. What? Zornschärpe. Naja, weniger Zeitverschwendung und so. Zornschärpe, geben wir sie mal... Selan. Warum beschenke ich Selan noch, wenn sie doch so... Naja, doof ist. Okay, Selan kann sie nicht tragen, sah irgendwie so aus ein bisschen. Gucken wir mal bei M. So ein Helm, da muss ja doch
Ach, so ein Schärpe. Das ist sicherlich... Das gibt's doch nicht. Wo? Um Himmels Willen. Wer soll das tragen? Aha, aha, aha. Nein, 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 nein. Okay, gucken wir mal bei Guy. Oh Gott. Schärpe. Oh, gib mir einen Tipp. Das sah aber aus wie eine Kopfbedeckung, Leute, ehrlich. Oh, der hat ja sogar noch zwei Plätze frei. Das ist gut, dass ich das gerade sehe. Und so hat es auch was gebracht. Pferdestein Jaguar. Wegen meinetwegen. Gucken wir mal bei ihn. Oh, da kann mich die Zornschärpe mal. Obwohl, ich kann sie auch suchen unter Gegenstände. Das dauert schon wieder viel zu lange. Sortieren. Ja, sortieren. Unter den... Such nach Z. Oh, Zornschärpe. Ein langes Band. Ach, Band. Schärpe, was weiß ich. Ist ja, was man so rumlegt, aber... Könnt ja auch... Pff, was weiß ich. Ja. Das Band müsste für die beiden irgendwo... Natürlich wieder scheiße, Leute. Richtig scheiße. Ich will diese Zornschärpe haben, mal ehrlich. Ach was, dann könnt ihr mich doch am Arsch lecken. Das kann halt keiner tragen, meinetwegen. Ach Gott. Ich guck mal in der Offscreen-Zeit nach dieser Zornschärpe. Die klingt doch eigentlich recht gut, auch wenn man sie aufnehmen muss. Aha, Vampire, die mir das Blut raussaugen möchten. Zumindest da ist ein Vampir. Gott, wie heißt der? Vampir. Boah. Ohne Blutmaus. Leiter. Oh mein Gott, ein ein homosexueller Vampir. Der M schmatzt, aber M ist doch schon vergeben. Was soll's, Clownschlag. Ich sag gerade gar nicht so viel. Moment, ich weiß auch nicht. Mir fällt nichts mehr ein. Mir fällt gerade ein, dass meine Helden ein Level gestiegen sind. Woho. Oh, das Ding ist ja oberhalb. Ach, hier, nein, mach doch hin. Ohne Rücksicht auf Verluste jetzt, ehrlich, das ist doch langweilig. Oh mein Gott! Wahrscheinlich. Wow. Schon wieder was Schlimmes. Aha, zwei Augen. Die sahen ja einiges schon mal aus. So, dass ich also den. Zwei Augen, was muss ich machen? Oh mein Gott, ich bin eingesperrt. Bin ich eingesperrt? Kann die Augen nicht ausstechen? Eigentlich wäre das die simpelste Lösung. Nein, das ist doch Stein. Ups, kann ich ja sogar. Wow. Was? Was? Warum hat sich das eine geschlossen, das andere nicht? Das hat doch irgendeinen Grund. Ein Pfeil. Ein Pfeil ist doch das Beste. Okay. Ja, ohne Sinn, aber pff, wenn das Ding hier runterfällt, jetzt müssen wir nur noch wissen, wie das Ding hier runterfällt. Nehmen wir an auf die Lösung. Ah, okay. Das ist doch fies. Okay, ich muss zugeben, an solchen Efeu-Ranken, die gerade vor den. Ja, vor einer Treppe drohen, auf die komme ich nicht. U2, ja, ja, ja. Ich merke mir die Namen nicht. Ich werde aber schon wissen, wo es sein sollte. Und zwar da, wo alles ist. Okay, eine weitere tolle Truhe. Kann die Efeu nicht irgendwie verbrennen? Nein, kann man nicht. Da drauf, ein Teleporter. Wow, derselbe Raum, nur diesmal ein Schalter und ein paar Hindernisse. Das ist wohl nicht derselbe Raum. Wow, das wird natürlich auch mal wieder richtig hart. Hä? Normalerweise konnte man die Dinge mit dem Hammer wegschieben. Das Spiel ist total inkonsequent, Leute, ehrlich. Na dann so. Jetzt? Schwere Sache das, also muss ich ja sagen. Schiebe ich dir zum anderen, auch wenn das keinen Sinn hat. Muss ich machen. Boah, ich hasse diese hilflosen Momente. Ui. Da muss ich jetzt in die andere Dimension wechseln. Dort hat sich was geändert. Und ja, es hat sich was geändert. Ein Schalter ist erschienen. Jetzt mache ich das andere in der anderen Dimension. Was weiß ich, was das sein soll, aber wenn es funktioniert, dann okay. Ups, das war jetzt dumm. Das war jetzt wirklich dumm. Oh Gott, hoffentlich muss ich jetzt nicht alles nochmal neu machen. Ich nehme aber an... Nein, die Flamme ist noch hell. Das ist doch gut.
Ich hoffe, dass die Flamme auch anbleibt, wenn der Schalter jetzt nicht belegt ist. Das ist dumm an Blind Let's Plays. Ich kann echt nur erahnen, nur vermuten. Aber ja, es klappt. Also, ach ja. Es ging, ne? Schlüssel. Ich weiß nicht, warum ich so naiv war, aber ich habe jetzt irgendwie einen neuen Gegenstand erwartet. Also sowas wie, ein Gegenstand, der jetzt... Ach, was weiß ich. Irgendwas Unspektakuläres halt. Oh, jetzt muss ich ja nur noch wissen, wie ich... rauskomme ich schon längst. Also wird man eh gezwungen, diesen Schalter einzusammeln und kann den nicht übersehen. Also den da oben liegen lassen, weil man ja sonst nicht rauskäme. Oh Gott, warum ist hier wieder Schein? Okay, ich habe den Ursprungszauber eingesetzt, aber... gilt doch nur für den einzelnen Raum. Yay, das ist auch eines der geilsten, innovativsten Rätsel. Verschwinde! Krabby. Oh, schon mal ist der Part wieder vorbei. Ich werde wohl vor dem Endgegner parken, damit ich nicht wieder im Kampf beenden muss. Ach ja, es gibt da noch einen Schalter. Na toll. Ja. Okay, wie komme ich an den letzten? Oh, komm schon, Leute. Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Stand da. Boah, das musst du mir noch nicht mal erklären, weil das kann ich auch schon so herausfinden. Machen wir mal immer auf Pause und gucken ein bisschen nach und dann sehen wir uns. Das ist schon das dritte Mal jetzt. Ups. Tja, ich tölpel aber auch. Da gab's ja auch noch einen Schalter. Typisch. Ah, oh Gott. Hätte ich doch bedenken müssen. Aber es ist... Jetzt, wow. Was war das denn? Es ergibt sich dasselbe Rätsel wie vorhin. Was um Himmels Willen soll ich machen? Vielleicht, wenn ich hier den Efeu zerschneide, wie da oben in der anderen Welt auch den Efeu zerschnitten und ein Auge oder so erscheint. Aber nein, nichts alledem. Uff, was kann ich jetzt machen? Ich hab echt keinen Plan. Kann ich das Feuer hier so ausblasen? Nein, kann ich nicht. Ich hätte erst dann wieder auf, weiter auf Wiederaufnahme gehen sollen, wenn das Rätsel auch gelöst ist oder ich wenigstens weiß, wie ich es lösen soll. Vielleicht mit einem Hammer oder so. Nein. Enterhaken habe ich schon probiert. Komm, das ist doch bestimmt einfach. Oder? Oder? Komm, hier sind zwei Flammen und... Ja. Jetzt lodern sie doch. Jetzt mach irgendwas. Oh, das gibt's doch nicht. Was gibt's denn hier noch für Gegenstände? Gar keine. Die Gegenstände hier sind scheiße. Mal ehrlich. Ja. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich beende das erstmal in diesem Part und guck dann nachher, wie es weitergeht. Also, wir sehen uns. Ciao, ciao.